Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Wir haben eine so coole Aktienanalyse, dass ich jetzt ein spontan Video machen muss. Und zwar zu TeamViewer. Weil ich weiß, es gibt Leute unter euch, die lesen nicht so gerne. Die gucken lieber bewegte Bilder, so wie wir hier, die jetzt senden. Und es wäre einfach schade, wenn der Inhalt von dieser wirklich guten Aktienanalyse an euch spurlos vorbeigehen würde. Denn ich glaube, oder vielleicht ist die Aktie für euch interessant. Tatsächlich hat The European View die selbst bei sich im Depot. Und was ich mit der Aktie machen werde, das werde ich euch am Ende zeigen. Es geht um TeamViewer. TeamViewer ist ja ein Profiteur gewesen der Corona-Krise, wo sich jeder mit jedem irgendwie verbinden musste, weil er den anderen nicht mehr sehen durfte, jedenfalls nicht mehr live. Viele Unternehmen waren dann hatten dann die Probleme, dass sie irgendeine Software gebraucht haben. Und es gab ja nicht nur TeamViewer, es gab beispielsweise auch noch Zoom. Und jetzt schaut mal her, hier haben wir TeamViewer und haben Zoom. Wir sind hier im Aktienfinder. Mein Name ist Thorsten Tiedt und ich betreibe die Seite aktienfinder.net. Und hier geht es um richtig coole Aktien, mit denen man richtig gut Geld machen kann. Vielleicht ist TeamViewer so ein Fall, werden wir gleich sehen. Andernfalls geht es hier auch ums langfristige Investieren, ja, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. TeamViewer jetzt ein bisschen aggressiverer Wert. Gehen wir jetzt erstmal zu Zoom. Und beide Aktien sind nicht nur in der gleichen Branche tätig, sondern also beide Unternehmen sind nicht nur in der gleichen Branche tätig, sondern die Aktien haben auch ähnliche Kursverläufe jetzt. Sie sind stark gestiegen, Zoom noch mehr zugegeben als TeamViewer. Dann haben sie korrigiert, Zoom von Spitze 560 US-Dollar auf momentan knapp über 300 US-Dollar. Aber Zoom ist noch viel, viel teurer, wenn man sich jetzt die Multiples anschaut, zum Beispiel aufs bereinigte KGV haben wir Multiples von um die 80, 82 aufs laufende Geschäftsjahr, 74, 61 aufs Geschäftsjahr 2024. Und wir haben Wachstumsraten, die jetzt nicht so schlecht sind. Also Unilever Management wäre zufrieden mit 11%, aber jetzt für eine so hoch bewertete Tech-Aktie 11%, 11%, Prognose 21%, noch ein bisschen mehr Glaskugel. Also schon zweistellig, aber schwach im zweistelligen oder im niedrigen zweistelligen Bereich. Dafür aber extrem hohe Multiples. Und gucken wir uns mal TeamViewer an. Die haben auch Kursverluste erlitten, also die sind nicht ganz so stark gestiegen von der Aktie her, sind dann auch gefallen. Die waren mal über 50 Euro gekostet, jetzt für ungefähr etwas über 35 Euro zu haben. Und interessant finde ich hier aber, dass wir bei TeamViewer Multiples haben, die nur halb so hoch sind. 41, dann nur noch 31, 22, also noch deutlich schneller sinken. Warum? Weil der Gewinn, jetzt hier der bereinigte Gewinn, an dem orientiere ich mich gerade, dynamischer wachsen soll als bei Zoom. Und zwar Pi mal Daumen dreimal stärker oder dreimal schneller. Wir haben also eine günstigere Aktie bei TeamViewer, wenigstens hier auf dem Papier fundamental. Also die haben eine Aktie, die günstiger ist, nur halb so hoch bewertet ist, dafür dreimal schneller wächst. Und das könnte TeamViewer zu einem interessanten oder interessanteren Investment machen als die Zoom-Aktie. Bevor wir jetzt aber hier in die Bewertung gehen, da kommen wir am Ende drauf zurück, gucken wir uns doch erstmal an, was TeamViewer überhaupt macht, damit wir das Unternehmen verstehen und das Geschäftsmodell verstehen, wo die denn so mitspielen. Wenn wir mit TeamViewer in Berührung kommen als Privatperson, dann können wir das umsonst nutzen, diese TeamViewer Software. Was machen wir damit? Wir könnten da mit unseren Freunden chatten und eventuell sind wir auch mit TeamViewer in Berührung gekommen über den Fernzugriff von Unternehmen. Als ich beispielsweise das Lynx Depot aufgemacht hatte, da habe ich erstmal mit der Trader Workstation so die ein oder anderen Problemchen gehabt, nur Fragen gestellt. Da konnte ich dann bei Lynx anrufen und dann haben die sich auf meinen PC geschaltet mit TeamViewer und haben mir dann gesagt, wo ich draufdrücken muss. Und wenn ich mal zu blöde war, um einen Button zu finden oder irgendwas, dann könnte ich denen die Fernsteuerung geben und dann haben die für mich auf die entsprechenden Button gedrückt, beispielsweise. Das ist schon, da musst du Linksbroker für TeamViewer bezahlen. Und das sind ich natürlich nicht, weil ich bin nur eine Privatperson. Ich konnte es so installieren. Und das TeamViewer ist also das Kernprodukt und auf TeamViewer wird dann selbst noch was draufgesetzt. Und das sind interessante Anwendungsbereiche und das gucken wir uns jetzt an und da werden wir einigen Buzzwords begegnen,
die für TeamViewer und für den Cashflow von TeamViewer wichtig sind und für die Aussichten natürlich auch. Das hier ist die Aktienanalyse, die ich wirklich parallel empfehlen möchte, durchzulesen. Die ist auch an der einen oder anderen Stelle noch deutlich genauer als das, was ich sage. Wenn wir uns jetzt die ganze Geschichte anschauen, was die alles so machen, da gibt es eine tolle Grafik und das ist die hier und an der hangeln wir uns lang. Wir haben hier ein Unternehmen im produzierenden Gewerbe vor uns mit so den verschiedenen Wertschöpfungsstufen oder Ketten. Und überall kann das Unternehmen TeamViewer benutzen, um die Wertschöpfung zu vertiefen oder um die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Es fängt an hier in der Produktentwicklung, wo Kollegen miteinander kommunizieren müssen, um irgendwie das Produkt zur Marktreife zu führen, sage ich mal. Wie machen Sie das? Sie müssen Dokumente austauschen, Sie müssen miteinander agieren, haben also ja, die typischen Anwendungsfälle von so einem Kommunikationsprogramm, sage ich mal. Das ist hier, das ist auch das, was wir noch so als Privatperson so mehr oder weniger kennen. Dann geht es aber hier in die Produktion rein. Da sehen wir dann beispielsweise ein Roboter. Und interessant ist, dass man mit TeamViewer nicht nur von Mensch zu Mensch kommunizieren kann, sondern man kann auch von Mensch zu Maschine kommunizieren. Das ist dann das Internet der Dinge, IoT, Internet of Things. Das ist schon ein Buzzword. Dann haben wir hier Industrie 4.0, das nächste Buzzword. Und jetzt kann es also sein, dass jemand so einen Roboter konfigurieren muss, weil der vielleicht fehlkonfiguriert ist oder weil es einfach eine neue Serie gibt, die produziert werden muss, was weiß ich. Und dann muss derjenige nicht zu Hause, nicht direkt am Roboter sein, um das zu tun, sondern kann irgendwo sein, sich remote zuschalten und dann den Roboter konfigurieren. Da hat er dann ein eigenes Display, was natürlich auch wieder programmiert werden muss und mit eigenen Buttons und so weiter, also eine eigene Oberfläche. Aber er kann das machen auf der Grundlage von TeamViewer. Und wenn jetzt beispielsweise dann dieser Roboter läuft und da funktioniert was nicht und der Arbeiter vor Ort kommt damit nicht zurecht, dann könnte dieser Arbeiter vor Ort, dem die fachliche Expertise für die Lösung dieses Problems fehlt, so eine Brille aufziehen. Und jetzt kommt das nächste Buzzword, Augmented Reality. Er könnte diese Brille aufziehen, sich dann mit Hilfe von TeamViewer mit einem Experten, mit einem echten Techniker sozusagen, Ingenieur, verbinden. Und der Ingenieur würde alles sehen, was der Techniker sieht oder der Arbeiter sieht, in diesem Fall, der wirklich physisch am Roboter steht. Der Ingenieur würde ihm Anweisungen geben und könnte sogar was einzeichnen, dass es der Arbeiter in der Brille sieht, dass er das also wirklich tatsächlich sieht, könnte da Pfeile malen und alles Mögliche. Das haben wir hier, glaube ich, auch. Das ist das mit dem Roboter, den man dann entsprechend konfigurieren kann. Und hier oben wäre jetzt Beispiel der Roboter, der jetzt nicht richtig funktionieren würde. Und der Ingenieur könnte dann hier genau sagen, betätigt diesen Hebel, tu dies und tu das, um das Problem zu lösen. Auch das proudly presented by TeamViewer. Und wir haben dann hier noch was anderes nachgelagert. Es gibt ja nicht nur die Leute, die am Band stehen und tatsächlich arbeiten, es gibt auch die, die ganze Zeit auf irgendeinem Sessel sitzen und irgendwas monitoren, überwachen. Und auch die können TeamViewer benutzen. Denn wenn über TeamViewer Internet of Things alles irgendwie miteinander verbunden ist, dann kann man das natürlich auch auswerten. Das heißt, laufen alle Maschinen so, wie sie sollen? Hat der Kühlschrank die richtige Temperatur? So in der Geschichte. Und auch das sehen wir hier unten. Hier ist also jemand und der guckt ganz ernst, weil er ja viele Monitore hat, wichtige Arbeit, die er hier alle betreuen muss. Aber dank TeamViewer ja kein Problem. So, und dann hätten wir hier Sales. Das ist das von der Geschichte von Linksbroker, wo ich erzählt habe. Beziehungsweise, nein, das war eigentlich schon Service, würde ich sagen. Bei Linksbroker hat mir keiner das Depot verkauft, indem er mich angerufen hat und mir dann per Fernwartung gezeigt hat. Nicht Fernwartung, Fernwartung wäre auch ihr Service, aber dann über Screenshare gezeigt hätte, wie toll die Trader Workstation ist. Aber das wäre natürlich durchaus möglich. Und hier ist auch ganz interessant, wie European View geschrieben hat. Es können dann auch tatsächlich über TeamViewer schon Kaufabschlüsse getätigt werden mit einer digitalen Unterschrift beispielsweise.
Und das ist auch ein Unternehmen aus Österreich, was TeamViewer zugekauft hat. Also sie haben viele Unternehmen zugekauft, kommen wir auch noch gleich drauf, was das für Spuren in der Bilanz hinterlassen hat. Nun, jedenfalls, wenn wir uns hier diese Wertschöpfung angucken, dann sehen wir, dass TeamViewer sehr viel mehr ist als nur diese klassische Kommunikation zwischen x Kollegen, die vielleicht nochmal das ein oder andere Dokument austauschen oder mal hier einen Fernzugriff erlauben. Also es geht durch die gesamte Wertschöpfungskette durch. Und wir haben gesehen, dass dann auch eben auch entsprechende neue Technologien und Ansätze, Entwicklungen mit abgegriffen werden und bei TeamViewer eingebunden werden. Augmented Reality, Internet of Things und die Industrie 4.0 insbesondere. Und das hat zur Folge, dass TeamViewer interessant ist, insbesondere für große Unternehmen. Und da könnte dann sowas passieren wie bei SAP. Einmal drin, nie mehr draußen. Und auch wie SAP oder wie Microsoft setzt TeamViewer immer mehr auf Subscription anstatt auf Lizenzen, das heißt wiederkehrende Erträge. TeamViewer hat übrigens, sehen wir mal hier oben auf der Grafik, ist jetzt der Sponsor von Manchester United. Ich möchte es nur mal erwähnen. Ist wohl auch ein Grund laut European View, warum die Aktie gesunken ist, beziehungsweise der Aktienkurs gesunken ist. Denn TeamViewer lässt sich den ganzen Spaß ein bisschen was kosten, ungefähr 10% vom Umsatz. Aber European View meint, die Umsätze steigen und relativiert sich das Ganze wieder. Außerdem ist Manchester United eine große Nummer und gern gesehen in Asien. Und in Asien sind sie noch relativ schwach auf der Brust. TeamViewer macht noch relativ wenig Umsätze, könnte dann also auch ein Türöffner sein. So, und jetzt gehen wir mal in den Aktienfinder direkt und schauen uns da ein bisschen was an. Hier ist die Bilanz. Und was fällt uns denn da auf? Also mir jedenfalls fallen zwei Dinge auf. Zum ersten Mal große weißlich-gelbliche Balken und zum anderen auch noch größere rote Balken. Bis hierhin waren sie auf jeden Fall größer. Sprich Goodwill und Schulden. Der Goodwill ist sehr groß. Das ist das größte, das sind die größten Vermögenswerte. Die meisten Vermögenswerte sind Goodwill. Ist quasi eine Blase, die entstanden ist, als das Management entschieden hat, Unternehmen aufzukaufen zu einem höheren Preis, als die Unternehmen laut Bilanz wert gewesen sind. Da muss man natürlich hoffen, dass das Management weiß, was es tut. Sieht momentan gut aus, nach allem, was ich hier auch in dieser Aktienanalyse unter anderem gelesen habe, dass man also sehr gezielt zugekauft hat, um das Produktportfolio entsprechend sinnvoll zu erweitern, um dann eben diese Wertschöpfung, komplette Wertschöpfungskette, die ich jetzt kurz mal vorgestellt hatte, abzudecken. Nichtsdestotrotz, Goodwill bleibt Goodwill. Da lauern also tendenziell immer Abschreibungen, was dann wenigstens den bilanzierten Gewinn verhageln würde. Und dann haben wir hier noch Schulden. Da machen wir den Goodwill weg. Den hätten wir geklärt. Dann machen wir auch mal das Kernvermögen weg. Das brauchen wir hier nicht. Dann hätten wir noch Schulden. Und die Schuldenquote, die war besorgniserregend hoch in den Jahren 2016 bis 2018. 2018 Schuldenquote von 83%. Und das bezieht sich nur auf die zu verzinsenden Schulden, also auf die zinstragenden Schulden, was natürlich auch entsprechend eine Belastung des Unternehmens darstellt. Die meisten Zinsen mussten sie im Jahr 2017 bezahlen. Das waren gewesen, habe ich geguckt, wo steht es hier? Zinsaufwand 160, also 160 Millionen Euro Zinsen mussten die damals bezahlen bei einem freien Cashflow von 43 Millionen Euro. Hat also nicht viel gefehlt und die Zinsen hätten dann auch noch den kompletten Free Cashflow aufgegessen, verzehrt. Aber dann ging es an die Börse. Das war dann auch im Spätjahr 2019 der Fall. Und da siehst du dann, dass die Schuldenquote von 82, 83% auf 60% schlagartig gefallen ist durch das Geld, was da kassiert wurde. Und noch erfreulicher, wir haben hohe Margen bei steigenden Umsätzen. Oder wir haben extrem stark steigende Margen bei steigenden Umsätzen. So ist es noch genauer. Hier die Margen waren hier noch negativ gewesen. Und dann sind die nach oben geprescht und im Jahr die Nettomarge jedenfalls ab 2019 hat sie dann ein Hoch erreicht bei knapp 27% und dann steigen die Umsätze weiter. Das heißt, hier war die Tilgungskraft noch relativ niedrig, aber jetzt ist sie wirklich sehr hoch.
Nach dem Börsengang 60% Schuldenquote und aktuell hier 47% Schuldenquote innerhalb eines Jahres, 13% nach unten. Und wir sehen jetzt hier, hier wird ja keine Dividende bezahlt bei TeamViewer, weil sicherlich keiner, der hier investiert, denke ich mal, ansonsten wäre es die falsche Aktie, beziehungsweise wärst du der falsche Investor für die Aktie so rum, kannst du es auch sagen. Haben wir eine Tilgungskraft, die dem freien Cashflow entspricht, von 186 Millionen Euro bei Schulden von 522 Millionen Euro. Das heißt, innerhalb von 3 Jahren wären die Schulden weggetilgt, wenn das Management es denn wollte. Vielleicht machen sie es aber nicht, weil sie noch andere Unternehmen zukaufen. Das werden wir dann sehen. Jedenfalls, die Schulden, denke ich, sind kein Problem mehr. Und beim Goodwill muss man vertrauen, dass das Management weiß, was es tut. Dann gehen wir mal in die Bewertung rein. Von da kamen wir ja auch her. Hier der bereinigte Gewinn, den nehmen wir, den bilanzierten Gewinn. Der entwickelt sich ein bisschen anders. Und den operativen Cashflow könnte man theoretisch auch gut nehmen. Ich lasse ihn sogar mal drin. Den operativen Cashflow hat es eigentlich nicht vor, aber der verläuft ja auch so schön friedlich hier. Nehmen wir ihn also auch. Der Cashflow wächst ungefähr in gleichem Maße, jedenfalls wenn wir die Geschäftsjahre 2023 und 2024 angucken. Er soll beim laufenden Geschäftsjahr und im nächsten Geschäftsjahr etwas schwächer wachsen als der bereinigte Gewinn. So, wir haben ein KCV, was niedriger ausfällt. Die fallen meistens niedriger aus als KGVs, KCVs von 30 und dann von 24, 20. Also ich würde ihn nach unten korrigieren. Beim KGV, European Fuelmine 25, also 25 ist schon sehr niedrig für ein Unternehmen, das so schnell wächst. Ich würde mal sagen, also ich könnte auch mit 30 mal hier leben oder könnte sagen, argumentieren, dass es wirklich ein fairer Wert ist. Beim KCV können wir auch gerne ein bisschen nach unten korrigieren. Da sagen wir vielleicht mal auf 25, mal gucken, was dann dabei rauskommt. Live und ungeplant, hier faire Wert bereinigt und der faire Wert Cashflow, die liegen ja sogar relativ nah beieinander. Dann machen wir das mal weg. Und jetzt wäre die Aktie also überbewertet beim Kurs von 35, obwohl der Aktienkurs ja hier schon etwas gefallen ist. Fairer Wert, basierend auf den letzten 4 Quartalen, liege bei knapp 25 Euro irgendwo. Aber das Schöne ist, dass die Gewinne und Cashflows schön steigen, dynamisch steigen. Und schon im Geschäftsjahr 2022 hätten wir dann den aktuellen Aktienkurs erreicht, also der faire Wert hätte sich dann dem aktuellen Kurs angenähert und würde ihn dann überschreiten in den folgenden Jahren, wenn es denn so läuft, wie sich die Analysten das erwarten und wie wir uns das natürlich alle erhoffen. Und dann hätten wir aufs Jahr 2023, das sind jetzt also 2 3/4 Jahre, irgendwo eine Renditeerwartung hier in der Nähe. Blenden wir mal noch die Hilfskurse ein, wir stapeln noch extra ein bisschen tief, 8%. 8% Renditeerwartung für so eine Aktie, wo rein null Kursgewinne eine Rolle spielen, wo man also die Haltedauer nicht versüßt bekommt über Dividenden, wäre vielleicht aber noch ein bisschen wenig. Es erhöht sich, wenn wir noch weiter in die Zukunft gehen, ein Jahr weiter, da wären es schon 12,7%. Klar, wenn das dynamische Wachstum tatsächlich so kommt, aber haben wir halt noch mehr Unsicherheit. Je mehr wir weiter in die Zukunft gehen, umso höhere Unsicherheit haben wir. Und jetzt natürlich immer die Frage, wie weit will man denn in die Zukunft gehen, bis man eine schöne hohe Rendite hat? Ich persönlich habe mir überlegt, also ich habe den bereinigten Gewinn angeschaut. Wäre natürlich schön, wenn der Aktienkurs noch ein bisschen nach unten geht, vielleicht hier um die 30 Euro. Und dann hätte man schon hier mit einem Jahr Wartezeit hier auf den bereinigten Gewinn eine Rendite von 9% beispielsweise. Und das wäre schon was Überdurchschnittliches mit einer relativ überschaubaren Wartedauer. Und wenn man dann hier nochmal bisschen weiter wartet, 20% schon ein Jahr weiter. Ich gehe jetzt immer auf den bereinigten Gewinn, weil da habe ich mir mehr Gedanken drüber gemacht. Und was ich jetzt auch tatsächlich machen werde, ist, ich halte die Aktie für interessant. Ich setze die auf meine Watchlist. Also an der Stelle auch danke nochmal an den Analysten, an European View, weil ich hatte die Aktie bisher nicht auf dem Schirm.
Und dann setze ich hier einfach mal ein Kauflimit. Ich setze es jetzt mal einfach auf 30 Euro und speichere das ganze Ding. Und das heißt, ich kriege dann hier einfach eine Mail, wenn der Aktienkurs noch ein bisschen nach unten korrigieren sollte. Und dann schaue ich mir das Ding an und dann könnt ihr vielleicht ein neues Video von mir genießen. Das heißt dann, ich habe eine neue Aktie gekauft. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war interessant. Schreibt eure Kommentare runter und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, genießt die ersten Sonnenstrahlen, bevor das Wetter wieder schlechter wird.